Ja, ich möchte zunächst mal ganz herzliche Grüße überbringen von der Württembergischen Landeskirche, die nämlich auch seit vorgestern zusammensitzt zu ihrer Jahrestagung Kirche des gerechten Friedens werden. Und als ich dort gestern dieses Szenario Sicherheit neu denken, was wir mit der Badischen Landeskirche erarbeitet haben, das habe ich gestern dort vorgestellt, und als ich sagte, dass ich heute eben hier in der Rheinischen Landeskirche bin, da haben die mir ausdrücklich gesagt, ich soll euch ganz herzlich grüßen. Sie freuen sich, dass tatsächlich wieder so viel Bewegung ist in diesen Themen. In der Badischen Landeskirche, dieser Synodenbeschluss, ist tatsächlich, der ist ja in 23 von 25 Bezirken wirklich intensiv diskutiert worden vorher. Und ich weiß von Theodor Ziegler, von der aktiven Arbeitsgruppe dort, dass wirklich diese Studie ganz entscheidend dazu beigetragen hat, dass die Badische Landeskirche sich so eindeutig positioniert hat und auch ganz viele Konkretionen beschlossen hat. Denn diese Studie beweist wirklich wissenschaftlich die Wirksamkeit von Gewaltfreiheit. Und das ist eine neue Qualität, die wir wirklich haben. Why Civil Resistance Works, warum und wie gewaltfreie Kampagnen funktionieren, Forschungsergebnisse, die ich hier vorstellen möchte. Und zwar ist diese Studie von Erika Körbis und Maria J. Stephan. Das sind US-amerikanische Forscherinnen. Und die Erika Chenovis, die ist Terrorexpertin. Also sie hat eigentlich immer zu Terrorismus gearbeitet. Und ihr ist in den Diskussionen, die sie dazu hatte, von Friedensaktivisten oft vorgehalten worden, warum betrachten sie eigentlich nicht gewaltfreie Ansätze und Alternativen. Und dann ist sie tatsächlich darauf gestoßen, dass sie zwar behauptet hat, ja, die wirken ja nicht, aber es wurde ihr entgegengehalten, aber das ist doch gar nicht wissenschaftlich bewiesen, dass die nicht wirken. Und dann hat sich diese Frau Chenovis tatsächlich, muss man ihr hoch anrechnen, als Wissenschaftlerin gesagt, stimmt, ich finde da nichts Rechtes, also mache ich selbst mal diese Forschung, um zu beweisen, dass gewaltfreier Widerstand nicht wirksam sein kann. Und sie war selber, sagt sie auch in jedem Vortrag, absolut überrascht über das Ergebnis, was ich jetzt hier in Kurzform referiere. Also was haben diese beiden Forscherinnen betrachtet? Sie haben alle Aufstände aus dem Jahr 1900 bis 2006 betrachtet, die gewisse Kriterien erfüllt haben. Das sind insgesamt 323 Fälle weltweit, davon 218 bewaffnete Aufstände und 105 gewaltfreie Aufstände. Diese Studie ist aus dem Jahr 2011, bezog sich also auf den Zeitraum bis 2006. Und weil ja seitdem, seit 2006, auch wieder eine Menge in der Welt passiert ist, haben diese beiden Forscherinnen 2016 nochmal eine ergänzende Studie gemacht, also diese Studie noch ergänzt um diese neueren Fälle, sodass also jetzt von 1900 bis 2015 in den meisten Grafiken, die ich Ihnen jetzt zeige, insgesamt 459 Fälle sogar berücksichtigt sind, davon 235 bewaffnet und 224 gewaltfrei. Die brauchen vielleicht gar nicht viel mitschreiben, weil diese Kurzergebnisse, die ich Ihnen vorstelle, gibt es auch in diesem kleinen Flyer, gewaltfrei konkret, den wir 2013 rausgebracht haben. Da liegen hinten ein paar Exemplare, gibt es auch im Internet als PDF zum Download. Und auch den Vortrag, den ich halte, der wird ja heute aufgenommen. Es gibt ihn aber auch von der Frau Stephan und von der Frau Chenovis auf Englisch und mit deutscher Übersetzung. Sehr gut auf YouTube finden Sie also tolle Präsentationen von diesen beiden Wissenschaftlerinnen selbst. Was verstehen die beiden unter einer Kampagne, die also hier untersucht worden ist? Eine Kampagne ist eine Reihe von beobachtbaren, fortwährenden, zielgerichteten Massentaktiken oder Veranstaltungen mit der Absicht, ein politisches Ziel zu verfolgen. Das ist der Unterschied zu Einzelaktionen, die ja manchmal gewaltfrei durchgeführt werden. Also zielgerichtet über eine bestimmte Zeit. Und diese Zeit kann von mehreren Tagen bis hin zu mehreren Jahren dauern. Entscheidend war, dass es um politische Zielsetzungen ging, die entweder bewaffnet oder unbewaffnet erreicht werden können. Und dabei haben sie drei verschiedene Aufstandsformen untersucht. Da wird das jetzt, glaube ich, konkret. Was haben sie wirklich untersucht? Es ging zum einen darum, um Aufstände gegen ein Regime mit dem Ziel Regimewechsel. Zum Beispiel in Serbien
ist der Diktator mit gewaltfreien Mitteln wirklich letztlich ausgewechselt worden, genauso haben wir es in Deutschland 1989 unsere eigene. Milosevic. In Deutschland, ne, die gewaltfreie Revolution 1989 war auch solch eine gewaltfreie Kampagne. Dann geht es auch um Besatzungs- oder Unabhängigkeitskampf mit Ziel Vertreibung der Besatzer bzw. Unabhängigkeit, wo also wirklich Länder von außen besetzt worden sind und dann ganz oft natürlich bewaffneter Widerstand geleistet wird, aber auch unbewaffneter Widerstand. Und es geht um Sezessionskämpfe mit dem Ziel der Abspaltung eines Teilgebiets von einem Land. Das wird ja ganz oft auch gewaltvoll versucht. Katalonien zum Beispiel versucht es gerade gewaltfrei. Die Anzahl der untersuchten Aufstände, jetzt mal hier gezeichnet von 1900 bis 2015, immer in 10-Jahres-Dekaden. Also wie viele von diesen Aufstandsformen haben Sie in diesen Jahren gefunden und untersucht? Da sieht man, dass noch um 1900 waren es also 15 Aufstände und rot heißt, dass es bewaffnete Aufstände waren. Das heißt, es hat früher in der Vergangenheit sehr viele bewaffnete Aufstände gegeben und wir sehen dann, dass eben seit dem Zweiten Weltkrieg doch die Zahl der unbewaffneten Aufstände sehr stark zugenommen hat. Bis hin 2010 bis 2015 haben wir 5-mal mehr unbewaffnete Aufstände als bewaffnete. Warum? Weil die Zivilgesellschaft gelernt hat inzwischen, das was diese Studie auch beweist, unbewaffnete, gewaltfreie Aufstände sind sehr viel wirkungsvoller und wirksamer als bewaffnete Aufstände. Was heißt denn erfolgreich? Also nach welchem Kriterium haben Sie gemessen, was ist Erfolg von einer politischen Kampagne, auch bewaffnet oder unbewaffnet? Kampagnen sind dann erfolgreich, wenn sie ihre Ziele ein Jahr, nachdem sie den Höhepunkt ihrer Aktivitäten hatten, zu 100% erreichen. Also das ist ein sehr hohes Zielmaß. Wenn man das mal auf unsere Bundeswehr-Auslandseinsätze anwenden würde, dann käme wahrscheinlich null dabei raus. Weil zu 100% ist schon ein sehr hoher, eine sehr hohe Messlatte. Und dies ist jetzt der Vergleich von den bewaffneten und unbewaffneten Widerstand in Erfolg gemessen nach diesem Kriterium. Und da sehen wir, dass 50% der gewaltfreien, blauen Säule ist also immer gewaltfrei, 50% der gewaltfreien Aufstände sind nach diesem Kriterium ein Erfolg geworden, von 1900 bis 2015. 20% sind Teilerfolg geworden und 20% ein glatter Misserfolg. Und dagegen gesetzt, die bewaffneten Aufstände haben nur eine halb so hohe Erfolgsrate, eine halb so hohe Teilerfolgsrate, aber fast eine dreifach so hohe Misserfolgsrate. Was eindeutig anhand dieser Vielzahl von Fällen ja beweist, diese Wirksamkeit von Gewalt, an die wir da immer denken, das ist ein Mythos. Und wir haben das auch in dieser Studie Sicherheit neu denken nochmal für die Bundeswehr nachgezeichnet und haben gesagt, wenn man sich das geschichtlich anguckt, dann wird immer viel mehr erwartet von so militärischen Einsätzen, als sie hinterher einlösen können. Und der Oberst Rock, der ja Mitglied der EKD-Kammer für öffentliche Verantwortung ist und an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg lehrt, der ist Historiker und der hat gesagt, da habt ihr 100% recht mit. Die Wirksamkeit von Gewalt und auch von Militäreinsätzen wird strukturell immer sehr, sehr überschätzt. Und das, denke ich, wird durch diese Studie einfach mal in Zahlen auch ausgedrückt. Die Effektivität, also Erfolgsrate dieser Kampagnen, hier jetzt nochmal im Zeitraffer, auch wieder von 1940 geht das bis 2015, weil ja erst ab dem Zweiten Weltkrieg eigentlich die gewaltfreien Kampagnen richtig aufgekommen sind. Und da sehen wir, wieder die blaue Linie sind also die gewaltfreien Kampagnen, dass die von 1990 bis 1999 70% Erfolgsrate hatten in dieser Zeit. Das war eben wirklich, da sind viele gewaltvolle Regime, Diktatoren gestürzt worden, in Serbien, auch in der DDR und so weiter.
Und wir sehen, dass eben seit 1980 eigentlich die Erfolgsrate der gewaltfreien Aufstände sehr viel größer wird als die der gewalttätigen Aufstände. Und wir sehen auch, dass in den letzten 5 Jahren, seit 2010, die Erfolgsrate bei beiden Formen von Aufständen doch sehr zurückgegangen ist. Also gewaltvolle Aufstände haben nur noch eine Erfolgsrate von 15%. Was wir auch sehen, wenn wir uns Syrien oder andere Länder angucken, das sind dann Dauerkonflikte, die sich oft nicht lösen lassen, die ihre Ziele nicht erreichen. Und die Gewaltfreien erreichen ihre Ziele auch nur zu 30%, aber man kann festhalten, immerhin eine doppelt so hohe Erfolgsrate wie die bewaffneten Aufstände, nach wie vor. Also dieses Kriterium, dieses Ergebnis gilt auch nach wie vor. Warum geht die Erfolgsrate so stark zurück? Weil man doch feststellt, dass diese Verbreitung gewaltfreier Widerstandsformen natürlich auch bei den Gewaltregierenden inzwischen angekommen sind. Die sind auch intelligent geworden und reagieren da natürlich auch sehr viel souveräner drauf, als sie in den 90er Jahren noch überrascht wurden von der Wirksamkeit einer gewaltfreien Widerstandsbewegung. Aber sie sind natürlich auch klüger geworden, was bewaffnete Aufstände angeht. Also das ist alles kein Argument, jetzt doch zu den Waffen zu greifen. Jetzt ist ja auch spannend, mal zu gucken. Man könnte sagen, das gilt ja nur für einige Teile der Welt und in anderen ist das wahrscheinlich doch ganz anders. Hier sind jetzt diese Erfolgsraten wirklich mal auf unterschiedliche Kontinente verteilt. Und da sieht man eben die graue Säule, das sind wieder die gewaltfreien Aufstände. In Afrika fast eine doppelt so hohe Erfolgsrate, also es gibt sie auch in Afrika. In Nord- und Südamerika über 3-mal so hohe Erfolgsrate bei den gewaltfreien. In Asien sind auch gewaltfreie Aufstände erfolgreicher, zum Beispiel auf den Philippinen haben wir das ja erlebt mit Präsident Marcos. Allerdings ist dort der Unterschied zu den bewaffneten Aufständen am geringsten. Und in Europa auch eine doppelt so hohe Rate, in der ehemaligen Sowjetunion fast 10-mal so hohe Erfolgsrate gewaltfreier Aufstände. Das haben wir ja hier in Europa relativ hautnah erlebt. Und auch im Mittleren Osten gibt es erstaunlich viele Beispiele für Erfolg bei gewaltfreien Aufständen. Ich komme mal zu 2 konkreten Beispielen von solchen Aufständen, um das auch ein bisschen, also Sie haben ganz viele Beispiele aufgeführt in dieser Studie, ist natürlich ein dickes Buch. Mit dem Ziel Regimewechsel ist ein Beispiel eben die People Power Movement in den Philippinen 1983 bis 1986. Weil ja hier viele Ältere sind, Sie erinnern sich vielleicht, das war damals auch bei uns in den Medien ja ein sehr tolles Beispiel von, wie kann das gehen, wirklich einen sehr gewaltsamen Diktator wirklich zum Rückzug zu zwingen. Die gewaltfreie Revolution in der DDR ist das 2. Beispiel, was wir auch, denke ich, alle sehr hautnah erlebt haben. Und was ein bisschen verloren gegangen ist, denke ich, das Bewusstsein, dass da wirklich auch Christen in Ostdeutschland sehr gezielt mindestens über 15 Jahre darauf hingearbeitet haben. Die haben sich sehr ausgebildet in dieser gewaltfreien Haltung. Der Heiko Lietz, der für Mecklenburg-Vorpommern das alles organisiert hat und hinter am runden Tisch war, der hat mich nach Wethen geholt, zu diesem Verein Gewaltfreihandeln, wo ich heute arbeite. Vorher hatte ich mit der Friedensbewegung gar nicht viel zu tun. Ich war bei Miserio für die Studie Zukunftsweges Deutschland, also mehr ökologische, wirtschaftliche Fragen. Und der hat mich davon überzeugt, diese Kraft, die da drin steckt, wenn man gewaltfrei wirklich auf die Welt zugeht. Und ja, ich denke, das konnten wir alle erleben 1989. Aber wo sind heute die Denkmäler für diesen gewaltfreien Aufstand? Wir haben Holocaust-Denkmale. Wir gedenken vieler schwerer Verbrechen, aber dieses tollen Ereignisses in unserer Geschichte gedenken wir noch viel zu wenig. In Serbien war die Bewegung Otpor. Da gibt es auch ganz interessante Kurzberichte. Die haben ja hinterher tatsächlich ein Büro aufgemacht, diese erfolgreiche Kampagne. Junge Menschen waren das und haben Handbücher rausgegeben, die es auch auf Deutsch gibt. Den Mächtigen das Fürchten lehren, aber gewaltfrei. Und die wirklich weltweit inzwischen solche gewaltfreien Widerstandsgruppen begleiten, wie man so etwas organisiert.
Denn ein Fehler, der natürlich oft gemacht wurde, man sieht im Fernsehen dann oft nur am Ende von solchen jahrelangen Kampagnen die großen Demonstrationen, die schließlich dann innerhalb von recht kurzer Zeit zum Rücktritt von solchen Diktatoren führen. Aber das ist ein langer Weg bis dahin. Und viele arabische Staaten haben dann versucht, einfach nur mit ein paar Demonstrationen, dachten sie, erreichen wir das, und haben dann Schiffbruch erlitten. Und vor allem, wenn man einen Teilerfolg hat, muss man hinterher auch weiterarbeiten, ne, damit das auch gesichert wird, weil natürlich die alten Kräfte auch wieder versuchen, wie in Ägypten, doch wieder die Oberhand zu gewinnen. Also es ist nicht ein einfaches Geschäft, man muss da wirklich viel lernen und beweglich bleiben, aber es ist nach dieser Studie wirklich erfolgreich. Es gibt ein Handbuch von Gene Sharp mit den 198 Methoden des gewaltfreien Widerstands. Die werden auch von all diesen Regimekritikern wurden die angewandt in der einen oder anderen Form. Ich gebe hier nur mal einen Überblick, was also bei solchen gewaltfreien Widerstand sehr wichtig ist. Die Methoden gewaltlosen Protests und gewaltloser Überredung. Das ist, denke ich, relativ klar, was wir da an Aktionen auch in Ostdeutschland zum Beispiel gesehen haben. Schwerter zu Flugscharen, dass man sich einfach einen Button aufs Hemd macht. Und wenn der verboten wird, dann hat man eben einen leeren Kreis auf dem Jackett, was auch wieder ein Widerstand ist, der wirksam ist. Die Methoden der Nichtzusammenarbeit, das erleben wir gerade in den USA, wo der Widerstand gegen den Präsidenten Trump wesentlich auch von solchen Methoden gekennzeichnet ist. Das ist eine ganz bewusste Bewegung, die sagt, wir müssen mit diesem Präsidenten nicht auf allen Ebenen nach dem Buchstaben des Gesetzes oder wie wir sonst loyal wären, zusammenarbeiten, sondern wir können da tatsächlich auch mal einfach nicht mit zusammenarbeiten. Und das schwächt solche Potentaten sehr, wenn eben die untergebenen Regierungsstellen und auch verschiedenen Organisationen in der Gesellschaft, Kirchen, Gewerkschaften und so weiter, wenn die einfach nicht kooperieren. Das ist dann richtig schwer. Als Hitler in viele europäische Länder eingewandert ist, ist er in Nordeuropa auf ganz viel von diesem Widerstand gestoßen, weil die vorbereitet waren. Die hatten sich auf solche gewaltfreien Methoden des Widerstands vorbereitet. Und in vielen dieser Länder sind fast überhaupt keine Juden umgekommen, einfach weil die nicht mitgemacht haben. Das ging auch unter Hitler. Die Methoden der Intervention, da kann ich natürlich ganz bewusst ein Risiko auf mich nehmen und tatsächlich Aktionen starten, wo ich dann tatsächlich also gegen ja auch gewaltfreie Herrscher oder Besatzer tatsächlich auch bewusst provoziere und auch das Risiko in Kauf nehme, dass ich eben tatsächlich dann ins Gefängnis komme oder umgebracht werde. Das heißt also, gewaltfreier Widerstand, gewaltfreier Aufstand ist meiner Ansicht nach eben nicht das, wo man es sich einfacher macht, als wenn man sagt, ich will mit dem Militär mein Land verteidigen oder gegen Aufstände vorgehen oder gegen die Menschen. Sondern gewaltfreier Widerstand braucht genauso viel Leidensfähigkeit und Bereitschaft. Sie ist nur anders und, wie diese Studie zeigt, wirkungsvoller. Was die Studie auch sehr aufzeigt, und das finde ich das Tolle, das Überzeugende, die Auswirkungen nach dem Krieg oder nach der unbewaffneten Form des Aufstandes. Die Wahrscheinlichkeit eines Bürgerkriegs innerhalb von 10 Jahren nach dem Konflikt wurde untersucht von den beiden Forscherinnen. Beim bewaffneten Kampf, wenn es einen bewaffneten Aufstand gegeben hat, war die Wahrscheinlichkeit, dass 10 Jahre danach in dem Land wieder ein bewaffneter Konflikt war, 43%. Das heißt, wenn ich bewaffnet versuche, etwas in diesem Hinsicht zu verändern, habe ich nur eine Erfolgsquote von knapp über 50%, danach habe ich wieder Bürgerkrieg mindestens. Während gewaltfreie Kampagnen nur in einem Viertel der Fälle nach 10 Jahren wieder ein bewaffneter Konflikt da war, ein Bürgerkrieg. Das heißt, auch hier diese gewaltfreie Aufstände sind doppelt so wirksam, was wirklich den Frieden angeht, hinterher. Und vielleicht noch entscheidender, die Wahrscheinlichkeit einer Demokratie in einem Land nach solchen Aufstandsformen. Das ist ja oft ein Argument, was von uns gewählt wird. Wir müssen doch da eine Demokratie ermöglichen und diese freien Kräfte unterstützen. Wenn man einen bewaffneten Kampf unterstützt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass hinter der Demokratie in diesem Land herrscht, nur bei 4%. Während eine gewaltfreie Kampagne zu 41% hinterher eine Demokratie in dem Land aufweist. Das ist das Zehnfache.
Also das, was wir eigentlich wollen, ist offensichtlich mit gewaltfreien Formen viel besser zu erreichen als mit Gewalt. Jetzt komme ich zu den Erfolgsgründen oder Bedingungen gewaltfreier Kampagnen, die Sie interessanterweise in der Studie auch schön herausgearbeitet haben. Das ist als ganz wesentlicher Faktor die Fähigkeit, Massen zu mobilisieren. Und zwar ist das im Durchschnitt der Aktionen, die Sie untersucht haben, der Kampagnen, haben diese gewaltfreien Kampagnen 200.000 Menschen erreicht. Während gewaltvolle Kampagnen in der Regel nur 50.000 Menschen erreichen, die also sich unter Waffen bringen lassen. Warum ist das so? Weil natürlich gewaltfreie Kampagnen eine größere physische Beteiligungsmöglichkeit erschließen. Es können auch Rentner und Kinder, wie jetzt bei der Demonstration in Berlin, ja, wo es um ein unteilbares Land, da können ganze Familien mit demonstrieren und zeigen, hier, wir wollen etwas. Während wenn ich zum bewaffneten Kampf einlade, da kann ich in der Regel nur ja, fitte Männer unter 40 zu gewinnen, die eben allein physisch so eine bewaffnete Form von Konflikten austragen. Heute kann man auch Frauen rekrutieren, aber es ist sehr beschränkt im Vergleich zur Gesamtbevölkerung, wer überhaupt bereit ist, zur Waffe zu greifen. Durch eine größere Öffentlichkeit, bewaffneter Kampf findet sehr oft im Untergrund statt. Ja, ich muss dann irgendwo ins Verdeck gehen und das ist nie so öffentlich, wie diese ganzen öffentlichen Widerstandsformen, die ja sehr kreativ doch immer viel mehr Menschen erreichen. Und ich habe kleinere Risiken und größere moralische Integrität, denn solche doch gewaltbewehrten Herrscher, die reagieren auf Gewalt, viel härter mit Gewalt als auf gewaltfreien Widerstand. Auch da passiert Gewalt, aber im Verhältnis noch viel weniger. Und die moralische Integrität, ich muss ja erstmal, wenn ich zum bewaffneten Aufstand aufrufe, muss ich die Menschen überzeugen, dass sie jetzt erstmal Menschen töten, um hinterher angeblich eine bessere Gesellschaft zu erreichen. Obwohl man sieht, nur 4% haben wir hinter Demokratie und die Wahrscheinlichkeit, dass wir hinterher den Bürgerkrieg haben, ist auch bei 50%. Also das den Menschen beizubringen, das glaubt einem ja auch. Nur ein Teil der Gesellschaft. Der zweite Grund ist die geringere Isolierbarkeit der beteiligten Personen. Denn das ist sehr entscheidend auch für Gewaltherrscher. Je verschiedenartiger die Teilnahme am Widerstand ist, im Hinblick auf Geschlecht, Alter, Religion, Volkszugehörigkeit, Ideologie, Beruf und sozioökonomischen Status, desto schwieriger ist es für den Gegner, Teilnehmende zu isolieren. Denn was Herrschende sehr schnell machen, wenn es ein gewaltvoller Aufstand ist, das sind ja nur die, die vom Ausland gesteuert sind, das sind ja nur diese und jene Berufsgruppe oder Religion und damit werden sie in eine Ecke gestellt, wie das den Kurden passiert zum Beispiel. Die sind relativ homogen. Wenn ich aber bei einem gewaltfreien Widerstand möglichst viele einbeziehen kann, das kann ich nur beim gewaltfreien Widerstand oder viel besser, dann bin ich auch viel besser aufgestellt gegen all diese Repressalien, die eben von dem Gewaltherrscher ausgehen. Das dritte ist ein Methodenwechsel. Ja? Also es braucht einen ständigen Methodenwechsel und die erschweren Repressalien wieder des Machtherrschers. Es ist zum Beispiel so, dass wenn ich zu Gewalt greife, ich nur ein relativ beschränktes Repertoire habe, wie ich die Gewalt einsetzen kann. Da kann ich auch ein paar Taktiken anwenden. Aber gewaltfreier Widerstand, alleine die, die wir wirklich wissenschaftlich schon trennen können, sind 198 verschiedene Methoden. Beschaffen sich das Handbuch, wer es liest. Also ich finde das frappierend, was man da für eine Auswahl hat, wie kreativ man auf neue Situationen reagieren kann, wie flexibel man ist. Weitere Vorteile gewaltfreier Kampagnen, die Sie in dieser Studie herausgearbeitet haben, ist, wenig überraschend, aber doch wichtig festzustellen, es gibt viel weniger Tote, Verletzte und Zerstörungen bei gewaltfreien Aufständen. Zum Beispiel Tunesien, gegenübergestellt zu Libyen, Tunesien ein gewaltfreier Aufstand, 221 Tote. In Libyen geschätzte 40.000 Tote. Und das zeigt diese Studie an ganz, ganz vielen Beispielen, dass das eben gilt. Bei gewaltfreien Aufständen habe ich viel weniger Tote, Verletzte und Zerstörung, auch materielle Zerstörung natürlich. Und gewaltfreie Kampagnen benötigen sogar weniger Zeit. Wir denken oft das Gegenteil, gewaltfrei bringt nichts, ist ineffektiv. Aber es zeigt sich, bei diesen fast 500 untersuchten Aufständen, dass die gewaltvollen Aufstände, die militärischen Aufstände, im Durchschnitt 9 Jahre brauchen.
während die gewaltfreien Aufstände oft nach 3 Jahren oder im Durchschnitt nach 3 Jahren wirklich ihre Ziele erreichen oder eben auch nicht. Und, das hatten wir eben schon, es gibt eine viel höhere Wahrscheinlichkeit für eine Demokratie nach dem Konflikt, weil es natürlich so ist, wir sehen das in Afghanistan, im Irak, wenn ich über bewaffnete Gruppen versuche, meine Gesellschaft zu verändern, dann wird auch überall eine gewalttätige Gesellschaft gefördert. Es entstehen Warlords, es entstehen Ökonomien und ich lerne eben über Gewalt meine Konflikte zu lösen. Wenn ich eine Demokratie möchte, die hinterher mit zivilen Mitteln Konflikte bereinigt, eine Gesellschaft nach vorne bringt, dann ist das besser, wenn das auch schon beim Aufstand eingeübt wird. Und ein gewaltfreier Aufstand ist eine riesige Übung von 200.000 Menschen. Wie kann ich gewaltfrei Konflikte lösen und selbst unter so einer, ja, militärischen Gewalt, unter der ich leide, wie kann ich die abschütteln und dann habe ich hinterher eine Power, womit ich natürlich eine ganz andere Gesellschaft aufbauen kann. Und diese geringere Wahrscheinlichkeit für einen anschließenden Bürgerkrieg, wie gesagt, auch nur halb so hoch die Wahrscheinlichkeit bei gewaltfreien Widerständen. Jetzt noch zu einem Punkt, der uns ja auch oft interessiert, wenn wir von außen gucken auf solche Konflikte in anderen Ländern, ist immer die Frage, ja, sollen wir da nicht doch mit Waffen unterstützen oder Geld, dass sie Waffen kaufen können oder wie unterstützen wir denn gewaltfreie Kampagnen? Die klare Aussage dieser Studie, externe Akteure sollten gewaltfreie lokale Gruppen unterstützen. Bei bewaffneten Kämpfen kann externe Hilfe in Form von Waffenlieferungen, Geld, die Erfolgswahrscheinlichkeit steigern. Das zeigt auch die Studie. Wenn da jemand einen bewaffneten Aufstand macht, können die größeren Erfolg haben, wenn sie von außen auch Waffen kriegen. Ja, allerdings kam es in keinem dieser Länder zum Untersuchungszeitpunkt 2006 zu demokratischen Verhältnissen. Nach den Kämpfen herrschte sogar eine Situation im Land, die noch repressiver war als vorher. Gucken Sie sich die Erfolgsquote an bei bewaffneten Aufständen, selbst wenn die Bewaffneten von außen Militärhilfe bekommen haben. Egal, ob sie Erfolg haben oder nicht, anschließend ist die Gesellschaft einfach noch viel gewalttätiger, als sie vorher war. Also dieser Mythos, wenn mit Gewalt irgendwie Gewalt zu bezwingen, theoretisch wissen wir das aus vielen theologischen Erfahrungsberichten und Reflexionen, aber es zeigt sich tatsächlich auch wissenschaftlich bewiesen. Gewaltfreie Revolutionen bauen auf die Bevölkerung und die Institutionen, die sie versuchen zu überzeugen. Das heißt, sie bereiten auf diese Weise der Demokratie den Weg. Und deswegen ist auch ganz klar, wenn wir in der Welt etwas in Richtung Demokratie und weniger Kriege verändern wollen, dann sollten wir gewaltfreie Gruppen unterstützen, indem wir ihnen zum Beispiel Schulungen anbieten, wie sie eben gewaltfrei tatsächlich vorgehen können. Dazu gibt es eine Menge Erfahrungen, es gibt eine Menge Organisationen, die in diese Richtung ausbilden. Externen Akteuren wird daher empfohlen, gewaltfreie lokale Gruppen zu unterstützen und ihnen die Koordination von Aktionen vor Ort zu überlassen. Gucken Sie sich Syrien an, wenn da von außen versucht wird, irgendwie in Ordnung reinzubringen. Und das zeigen alle Konflikte der Welt, es wird seltenst gelingen, während die lokalen Akteure am besten die Antenne haben, wie man einen Konflikt löst und die lokalen Akteure wirklich zu unterstützen und ihnen auch, ja, das Heft in der Hand zu lassen, wird von der UNO oft versucht, aber von uns halt nicht konsequent durchgehalten, weil wir dann doch mit eigenen Truppen reingehen, eigene Interessen wieder haben. Die Franzosen haben andere Interessen als die Deutschen und die Briten. Und schon sind wir wieder auf dem Balkan, wo doch vieles drunter und drüber geht. Und als letzte Folie noch, als Aussage dieser beiden Wissenschaftlerinnen, was, denke ich, für sich steht, Aufständische, die behaupten, dass bewaffneter Widerstand notwendig ist, liegen wahrscheinlich immer falsch. In der Tat vermuten wir, dass viele Gruppen, die die Gewalt als letzte Zuflucht beanspruchen, möglicherweise niemals die strategische gewaltfreie Aktion angewendet haben, weil sie sie von vornherein als zu schwierig beurteilen. An der Waffe denke ich 3 Monate Ausbildung oder 6 Wochen und dann kann ich einen Konflikt lösen. Ich habe den Anschein, dass ich ja effektiv bin, dass ich wirksam bin, wenn ich eine Waffe in der Hand habe. Aber wenn man ein bisschen den Kopf einschaltet, sich die Untersuchungen anguckt, zig Jahre danach, 100 Jahre danach, was wird denn daraus? Dann ist einfach klar, die Ausbildung in gewaltfreien Widerstand, in gewaltfreien Kampagnen, die dauert länger und die nimmt eigentlich nie ein Ende. Aber sie ist sehr viel wirksamer.
Und das ist die Botschaft dieser Studie, die ich Ihnen heute in Kurzform vorstellen durfte. Schönen Dank.